Hey, yo Leute, ich bin's wieder, Dragon James Thomas Jones, und heute gibt es die mysteriösesten Personen der Welt. Also los geht's. Nummer 10, Mansur Shoshani. Mansur Shoshani gestorben 1968, ist der Spitzname eines unbekannten, mysteriösen jüdischen Lehrers, der nach dem Zweiten Weltkrieg viele talentierte Schüler wie Emanuel Levinas im Bild und Elie Wiesel ausbildete. Über Shoshani ist fast nichts bekannt, nicht einmal sein richtiger Name. Sein Ursprung und seine Lebensgeschichte wurden streng vertraulich behandelt. Er hinterließ keine gesammelten Werke, sondern seine herausragenden Schüler wurden zu seinem gestiegenen Erbe. Shoshani kleidete sich wie ein Landstreicher, war aber ein wahrer Experte auf vielen Gebieten. Anschließend der exakte Wissenschaften der Philosophie und insbesondere des Talmud. Die meisten Details der Biografie von Shoshani wurden dank der Memoiren Interviews seiner Schüler bekannt. Nummer 9. Edgar Allan Poe und sein Fan. Poe-Fan ist ein Spitzname für einen mysteriösen Fremden, der jedes Jahr Edgar Poe Tribut zollt und auf seinem Grab erscheint. Diese merkwürdige Tradition begann 1949, 100 Jahre nach dem Tod von Edgar Allan Poe, und wird seitdem jedes Jahr am Geburtstag des Schriftstellers 19. Jahrhunderts wiederholt. Laut Wikipedia: An diesem frühen Morgen geht eine schwarz verkleidete Figur, anscheinend ein Mann mit einem Stock, der mit einem silbernen Knopf verziert ist, zum Friedhof der Westminster Presbyterian Church in Baltimore, Maryland, USA. Ein Fremder oder vielleicht eine fremde Person kommt zum Grab von Poe und hält eine Grabrede. Bevor der Unbekannte das Grab verlässt, hinterlässt er am Grabstein drei rote Rosen und eine offene Flasche Martel Cognac. Der Fan trägt einen schwarzen Hut und Mantel. Sein Gesicht ist immer unter einem Schal oder einer Kapuze versteckt. Reporter und Zuschauer sind der Regel bereit, die Veranstaltung zu verfolgen. Es hat jedoch nie Versuche gegeben, ihn daran zu hindern oder unter die Maske zu schauen. Höchstwahrscheinlich aus Respekt für der Tradition. Nummer 8. Babushka Lady. Während des Studiums des Films, in dem John F. Kennedy 1963 ermordet wurde, in einer der Aufnahmen eine mysteriöse Frau entdeckt. Sie trug einen braunen Mantel und einen Schal auf dem Kopf. Gebunden in der Art russischer Großmütter, die als Anlass für ihren Spitznamen dienten. Die Frau hielt etwas vors Gesicht, höchstwahrscheinlich eine Kamera.
Sie blieb an Ort und Stelle und schoss weiter. Auch nachdem viele Menschen, die Angst vor den Schüssen hatten, davon liefen. Dann wurde bemerkt, wie sie sich entlang der Elm Street nach Osten zurückzog. Das FBI bat sie, an die Öffentlichkeit zu kommen und den Film vom Schauplatz der Tragödie zu bringen, aber sie antwortete nie. Und bis heute weiß niemand, wer diese Großmutter war und was sie dort tat. Am überraschendsten ist die Tatsache, dass sie nie aussagte. Nummer 7, Kaspar Hauser. 26. Mai 1828 erschien ein seltsamer Teenager auf den Straßen der deutschen Stadt Nürnberg. Er hatte einen Brief auf den Kommandeur des 6. Regiments der Leichten Kavallerie gerichtet. Der anonyme Verfasser des Briefs berichtete, dass der Junge seit dem 7. Oktober 1812 in seiner Haft gehalten worden war und dass er dem Kind niemals erlaubt hatte, die Schwelle des Hauses zu überschreiten. Nun, da der junge Mann Kavallerist werden will, muss der Kommandant entscheiden, ob er den Jungen zum Gottesdienst mitnehmen oder ihn aufhängen will. Hauser sagte, dass er sein ganzes Leben in einem dunklen Schrank von 2x1x1,5 Meter verbracht habe, in dem es sich nur um Strohbetten handelte und ein hölzernes Pferd, ein Spielzeug für Jungen. Hauser sagte auch, dass die einzige Person, die er jemals gesehen hatte, ein mysteriöser Fremder war, der kurz vor seiner Entlassung aus der Gefangenschaft zu ihm kam. Während einer Verabredung verbarg dieser Fremde sein Gesicht sorgfältig. Kaspar Hauser war nach Gerüchten von 1829 der badische Kronprinz, der am 29. September 1812 geboren wurde und einen Monat später starb. Es wurde auch vermutet, dass der echte Prinz für ein sterbendes Kind eingesetzt wurde, um 16 Jahre später, als Kaspar Hauser aus Nürnberg auftauchte. Hauser starb an einem Stich in die Brust, den er sich nach einigen Theorien zufügte hatte. Er behauptete, er sei von dem Mann verschwunden worden, der ihn im Gefängnis festgehalten habe. Im Jahr 2002 führte die Universität Münster eine DNA-Analyse durch. Die Proben wurden Haarsträhnen und Klangstücke von Kaspar Hauser konserviert. Die DNA des Jungen wurde mit der DNA von Astrid von Medinger, einer weiblichen Erbin von Stephanie B. H. Neiss, der Mutter von Hauser, verglichen. Wenn wir annehmen, dass er der Prinz von Baden ist, die Wahrscheinlichkeit einer Diskrepanz in den DNA-Codes erwies sich als gering, was die Theorie des Kaspar Hauser, der Kronprinz von Baden, ist wohl und ganz anerkannt. Nummer 6, Volker Nelly. 1839 bis 1953 ist das Pseudonym eines französischen Alchemisten.
der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts lebte. Sein Leben, sein Werk und sein richtiger Name sind geheimnisvoll. Eine der unglaublichsten Legenden besagt, dass sein treuer Schüler Eugene Cancellier erfolgreich 100 Gramm Blei mit einer kleinen Menge des magischen Pulvers, das er vom Lehrer erhalten hatte, in Gold verwandelt hat. Es ist auch bekannt, dass der Militärgeheimdienst Abwehr kurz vor dem Zweiten Weltkrieg aktiv, aber erfolglos nach Vulcanelli suchte, da er das Geheimnis der Atomwaffen besaß. Eugen Kanzlei zufolge fand sein letztes Treffen mit Vulcanelli 1953 Jahre nach seinem Verschwinden aus Spanien in der Nähe von Sevilla in einem Hochgebirgsstaat, wo er heimlich zu einem Treffen mit einem Lehrer gebracht wurde. Cancellier erinnerte sich an Vulcanelli als 80-jährigen Mann, aber in diesem Treffen sah der Meister viel jünger aus, ungefähr 50 Jahre alt. Nach einem kurzen Treffen verschwand Vulcanelli wieder spurlos. Nummer 5. D.B. Cooper. D.B. Cooper, auch bekannt als Stan Cooper, ist das Pseudonym eines berühmten Verbrechers. Am 24. November 1971 sprang er mit einem Fallschirm, nachdem er $200.000 erhalten hatte. Irgendwo in der Region Cascade Mountains, Westküste der USA, von einer zuvor entführten Boeing 727 ab. Seitdem hat niemand Cooper mehr gesehen. Und es ist nicht einmal bekannt, ob er den Sprung überlebt hat. 1980 fand ein 8-jähriger Junge 5.800 US-Dollar in 20-Dollar-Schein, die in die Ufer des Columbia River angeschwemmt wurden. Die Seriennummer auf diesen Schein stimmt mit dem gestohlenen Geld überein, das markierte wurde, um Coopers Gefangennahme zu erleichtern. Der Täter sprang mit einem Fallschirm über die hintere Tür, was die Alleinbesitzer dazu veranlasst, das Flugzeug neu zu konstruieren, um ein erneutes Auftreten solcher Fälle zu verhindern. Aufgrund dieses Vorfalls taucht außerdem Metalldetektoren an Flughäfen auf. Nummer 4. Graf von Saint-Germain. Vermutlich am 27. Februar 1784 verstorben, ist ein Hofabenteurer, Erfinder, Amateurwissenschaftler, Geiger, Komponist, Diplomat und einfach einer mysteriösen Person. Darüber hinaus war er als Alchemist und Okkultist bekannt. Er sprach fast alle europäischen Sprachen fließend. Wow. Er hieß der Wundermann. Klar. Graf Saint-Germain war mit vielen Fiktionen und Legenden verbunden, weshalb er eine der mysteriösen Figuren in der Geschichte Frankreichs blieb. Sein Ursprung ist ein Rätsel geblieben, ebenso wie sein Verschwinden. Nach seinem Tod erkannten ihn viele okkulte Organisationen wie der Summit Lighthouse als ihren spirituellen Schutzpatron an. Nummer 3. Der Mann der Eisernen Maske. Der Mann mit der Eisernen Maske, gestorben im November 1703, ist ein Gefangener unter der Nummer 644. 89001.
der während der Regionszeit von König Ludwig XIV in vielen französischen Gefängnissen, einschließlich der Bastille, inhaftiert war. Die ersten Berichte über seine Inhaftierung stammen aus dem Jahr 1669, als der Minister von König Ludwig XIV den Gefangenen das Pignerol-Gefängnis steckte. Die wahre Identität dieses Mannes wurde nie festgestellt, da sein Gesicht immer unter einer schwarzen Samtmaske versteckt war. Was überrascht in dieser Tatsache, dass sein Wache als jahrelang derselbe Mann war, wenn Dovone de Saint-Mar. Nummer 2, Gilles Perez, ist ein spanischer Soldat, der am 26. Oktober 1593 plötzlich in Mexiko-Stadt auftauchte. Er behauptete, er habe keine Ahnung, wie er auf der Plaza Mayor in Mexiko gelandet sei. Eine Sekunde zuvor hatte er sich, wie er in Manila Wache stand und den Palast des Gouverneurs bewachte. Darüber hinaus behauptete Perez, der Gouverneur Gomez Perez, dass Marinas sei gerade getötet worden. 2 Monate später bestätigten Seeleute eines philippinischen Schiffs, das in Mexiko ankam, dass der Gouverneur tatsächlich gestorben war. Einer der Passagiere des Schiffs erkannte auch Perez und schwor, ihn am 23. Oktober auf den Philippinen gesehen zu haben, als der Gouverneur getötet wurde. Nummer 1, die grünen Kinder von Woolpit. Brüder und Schwester, die im 12. Jahrhundert aus dem Nichts im Dorf Woolpit in der Grafschaft Suffolk in Großbritannien auftauchten. Sie hatten grüne Haut, die im Laufe der Zeit normal wurden. Ansonsten war ihr Aussehen ganz normal. Sie sprachen in einer unverständlichen Sprache und lehnten ab, alles anders als grüne Bohnen zu essen. Da wahrscheinlich die grüne Haut. Nehmt mal an. Nachdem die Kinder die englische Sprache beherrschten hatten, erklärten sie, dass sie aus dem Land von St. Martin kommen, wo die Sonne nie scheint und es immer dunkel ist. Sie sagten, sie hätten die Herde ihres Vaters gehütet und seien, nachdem sie die Glocke geläutet hatten, dem Lichtstrahl gefolgt, der auftauchte, sei und in Woolpit gelandet sei. Einige der unglaublichsten Theorien legen nahe, dass Kinder aus der Unterwelt eine Paralleldimension oder von einem anderen Planeten stammen. Okay, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch das Video gefallen. Ja, gebt ein Fandom nach oben, bitte abonniert meinen Kanal, liked das Video. Ich bin Rang Name, Samus Jones. Tschüss!